Hi Team Bad US Up, was geht ab heute zu einer der elementarsten Fragen, wenn es ums Flirten geht, wenn es ums Daten geht. Was soll ich zu der Frau sagen? Was sage ich zu der fremden Frau, die ich gerade kennengelernt habe? Merkt euch das, das ist wichtig fürs ganze Leben. Es ist nicht das Was, es ist wie du es sagst. Ich habe den größten Scheiß erzählt, ich habe Bullshit gelabert, viel mit meinem Mitbewohner. Wir haben Sachen erzählt, die gar keinen Sinn gemacht haben, aber wir hatten unglaublichen Spaß dabei, weil es selbst für uns unglaublich witzig war. Und weil wir Spaß dabei hatten, hatten auch die Frauen Spaß dabei. Die sind eingestiegen. Die Emotionen, die wir hatten, haben sich auf die übertragen. Wir fanden es extrem witzig und hatten Spaß im Gespräch. Dann hatten sie Spaß im Gespräch. Und schon kam man gut miteinander aus, man mochte sich, man war sich sympathisch. Falls dir aber die Sachen nicht einfallen, falls du mal so unentspannt bist, und das kann ja am Anfang durchaus sein, dass dir nicht mal Müll einfällt, dass dir nicht mal lustige Sachen einfallen, die du selbst lustig findest, dass du das nicht traust, das zu sagen. Da habe ich einen guten Tipp von meinem Kumpel Sergej für dich. Sergej sagt, konzentriere dich voll auf die Frau. Deine ganze Aufmerksamkeit, wumms, auf die Frau. Guckst du dir an, was gefällt dir an der Frau? Was gefällt dir in den Kleinigkeiten an der Frau? Vielleicht hat sie eine schöne Kette als Beispiel. Du sagst, hey, schöne Kette. Wo hast du die Kette her? Erzähl mal. Sie sagt, hey, die habe ich aus Afrika. Ich war in Afrika, da habe ich die Kette her. Dann sagst du, was, Afrika? Cool, erzähl mal, was hast du in Afrika gemacht? Erzähl mal von Afrika. Dann erzählt sie von Afrika. Und du hast ganz viele Gesprächsfäden oder ganz viele Gesprächsthemen, von denen du weiter ausgehen kannst. Ihr habt dann schon dann einen großen Rahmen, von dem ihr euch weiter unterhalten könnt. Wenn du aber nicht mal das kannst, wenn du zu unentspannt bist, um dich voll auf sie zu konzentrieren, das kann ja durchaus sein. Du hast zum ersten Mal dich getraut, die Frauen zu sprechen, die dir gefällt. Und du bist absolut unentspannt. Dann geh noch ein Level weiter runter und mach das. Sag der Frau, dass du unentspannt bist. Sag der Frau, hey, oh mein Gott, das ist eins der ersten Male. Ich habe gerade zum ersten Mal jemanden angesprochen, der mir gefällt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin super unentspannt, super unrelaxed. Mach das ein paar Mal und du wirst merken, dass es überhaupt nicht schlimm ist, nichts zu sagen zu haben. Und je mehr du merkst, dass es nicht schlimm ist, nichts zu sagen zu haben, desto entspannter wirst du. Und wenn du entspannter wirst, dann fallen dir die Sachen ein, die du selbst lustig findest. Dann überträgst du die Entspanntheit auf sie im Gespräch und dann könnt ihr beide im Gespräch Spaß haben. Merkt ihr also, es ist wie in vielen Sachen im Leben nicht das, was, es ist, wie du es machst. Genauso, das mal als kleinen Einschub, wenn du auf der Arbeit bist. Es ist eigentlich egal, was für eine Arbeit du machst. Es geht mehr darum, wie du sie machst. Du kannst eine Arbeit voller Erfüllung machen und dabei Spaß haben. Oder du kannst die coolste Arbeit der Welt machen und dabei gar keinen Spaß haben. Du kannst von einem Stein erzählen und kannst es so erzählen, dass es super spannend ist. Du kannst auch vom Fallschirm springen erzählen und es so erzählen, dass es super langweilig ist. Es kommt nicht auf das Was an, es kommt auf das Wie an. Wenn dir das Video gefallen hat und du hast Fragen, Kommentare, irgendwas in der Art, schreib es uns in die Kommentarbox. Wir beantworten jede Frage. Wir wollen deine Fragen. Fragen, die wir in Videos beantworten sollen, bitte fragt uns Sachen. Das sind Ideen, aus denen wir Videos machen. Wenn du nichts mehr verpassen willst, dann abonniere den Channel. Wenn du wirklich nichts verpassen willst und alles mitkriegen willst, dann like noch unsere Facebook-Seite und check unsere neue Website aus. Alles unten in der Beschreibung, in der Beschreibungsbox. Ansonsten sehen wir uns morgen und ich sage dir, wenn du das nächste Mal auf der Straße eine Person siehst, die dir gefällt, yo, egal ob Mann oder Frau, get your ass up und sprich sie an. Wir sehen uns morgen.